Während Sissi an ihren Reitkünsten feilt, trifft der maskierte Reiter Vorbereitungen, um mit List und Tücke das Reitturnier für sich entscheiden zu können. Perfekt! Der Kampf um den Sieg ist hart, doch Sissi meistert alle Hindernisse. Und gerade als Gräfin Mathilde mit den Waisenkindern eintrifft, wird Sissi von Kaiserin Sophie zur Siegerin erklärt. Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass das Preisgeld in Höhe von 10.000 Gulden dem kaiserlichen Waisenhaus von Wien überreicht wird. Flying on the golden wings of tenderness, eyes of blue are softer than a sigh. No one there to take away her loneliness. Many nights that little queen would cry. See the lucky couple walking high. Leute, seid ihr bereit? Dann runter mit ihm! Adieu, geliebtes Schönbrunn. Guten Tag, Lord Butterscotch. Hey, aber der Zirkus geht ja weg. Oh, das ist aber schade. Ja, das ist jammerschade. Aber der Frühling kommt. Und meine ungarischen Artisten wollen in ihre Heimat zurück. Ich selber würde lieben gern noch ein bisschen bleiben, aber was soll ich machen, Kinder? Ich glaube, ich habe da so eine Idee, Lord Butterscotch. An idea? Sie werden es nicht glauben, Percival. Ich meine, Lord Butterscotch hat versprochen, mit mir in den Prater zu gehen. In den Prater? Ja, der Prater ist ein riesengroßer Vergnügungspark in Wien. Er öffnet heute seine Pforten. Es gibt eine Menge atemberaubender Attraktionen. Wunderschöne Karussells, eine Geisterbahn, ein Spiegelkabinett, Wurfbuden und ein riesiges Riesenrad. Sie sind ein Glückspilz, Gräfin Mathilde. Ich wünschte, Franz würde auch mit mir hingehen, aber er muss die ganze Zeit arbeiten. Jetzt seien Sie nicht traurig, Sissi. Es ist schon wahr, Kronprinz Franz ist sehr beschäftigt, aber Sie müssen bedenken, er ist der zukünftige Kaiser. Und Sie beide lieben sich doch so sehr. So sehr wie Sie und Percival Butterscotch? Oh, aber Prinzessin... Hören Sie das? Die karpatischen Gaukler, der ganze Zirkus Saniuszka und alle seine Tiere sagen ein herzliches Dankeschön. Auf Wiedersehen! Aber das kann er doch nicht machen, Percival! Lord Butterscotch! Er kann doch nicht einfach so gehen! Gräfin Mathilde! Gräfin Mathilde! Sie erkälten sich! Oh nein. Warten Sie! Lord Butterscotch, warten Sie! Er ist fort, ohne sich von uns zu verabschieden. Ich kann es einfach nicht glauben. Aber er hat es versprochen. Oh, Sissi. Anna, bitte, Gräfin Mathilde, so weinen Sie doch nicht. Mathilde, my sweetheart, was ist los? Hast du dich verkühlt? Lord Butterscotch. Percival. Oh, Percival, du böser, böser Bube. Ich dachte schon, du hättest mich einfach sitzen lassen. Oh, sagen Sie, Lord Butterscotch, fahren Sie denn nicht mit dem Zirkus weg? Nein, Prinzessin. Meine Freunde fahren ohne mich nach Ungarn zurück. Lord Butterscotch wechselt wieder mal den Frack. Meine Damen und Herren, Madame und Monsieur, ich habe die Ehre, Ihnen den neuen Direktor des kaiserlichen Waisenhauses von Wien vorzustellen. Oh, ist das schön! Danke, Herr Lord. Ich war nicht sehr begeistert, von hier wegzugehen. Da ist Toni auf den Einfall mit dem Waisenhaus gekommen. Na, darauf war nicht schwer zu kommen. Denn jetzt, wo wir ein neues Waisenhaus haben, brauchen wir einen neuen Direktor.
Ein Nigelnagel, nein. Ach, Toni, du bist wirklich ein wunderbarer Freund. Und der süßeste kleine Lausbub von der Welt. Hör dir das an, Dämon. Dass eine Prinzessin, ein Mitglied des Kaiserhauses, das Reitturnier von Wien gewinnt, ist schon Sensation genug. Aber die Tatsache, dass sie das Preisgeld von 10.000 Gulden einem Waisenhaus zukommen lässt, macht es zu einem überwältigenden Ereignis. Diese bayerische Bäuerin, Freundin der ungarischen Rebellen und bald Vermählte des zukünftigen Kaisers von Österreich. Nur über meine Leiche. Ich werde dafür sorgen, dass es nie so weit kommt. Du liebst Elisabeth. Elisabeth liebt dich. Das Volk liebt euch beide. Aber das ist nicht genug, Franz. Aber Mutter, nichts anderes zählt. Sissi ist seit Monaten in Schönbrunn. Und das ganze Land wartet inzwischen auf unsere Vermählung. Elisabeth ist noch nicht so weit, Franz. Ihre Erziehung ist alles andere als abgeschlossen. Und außerdem bist du zu beschäftigt im Augenblick. Geh zu deinen Akten zurück. Wir sprechen später noch mal darüber. Später. Immer höre ich von Ihnen später. Aber eines Tages, Mutter, entscheide ich über meine Zukunft selber. Und dann heirate ich Sissi, ob es Ihnen passt oder nicht. Oh. Oh. Du. Lass mich raten. Ich wette, Mutter hat die Zeitung gelesen und sie widersetzt sich noch immer deiner Vermählung mit Sissi. Du hast gewonnen. Und ich wette, Helene hat die Zeitung ebenfalls gelesen und sie hat einen ihrer Tobsuchtsanfälle bekommen. Und was für einen. Aber was noch schlimmer ist, sie will mit mir in den Prater gehen, um auf andere Gedanken zu kommen. In den Prater? Ja, ich gehe in den Prater. Hä? Keine Angst, Bruderherz. Nicht mit Helene, mit Sissi. Ich bin sicher, das wird ihr gefallen. Außerdem hängt mir dieses Aktenstudium zum Hals heraus. Ich werde sie damit überraschen. Also pass auf, Karl, du wartest mit... In den Prater. Das ist eine wunderbare Idee von Prinz Franz. Ein wahrlich exzellenter Einfall. Prinz Franz will sie mit einem Besuch im Prater überraschen. Und die größte Überraschung wird sein, dass Elisabeth niemals von dort zurückkehren wird. Wie ich sehe, verstehen wir uns, hochverehrter Graf Arkas. Aber seien Sie vorsichtig. Besonnenheit und Diskretion. Sie können sich auf mich verlassen, Exzellenz. Unsere kleine Elisabeth wird das bedauernswerte Opfer eines verhängnisvollen Unfalls. In der Tat ist das die beste Methode, diese Vermählung ein für alle Mal unmöglich zu machen. Falls Ihre Mission Erfolg hat, mein lieber Graf Arkas, gehören die 10.000 Gulden, die für das Waisenhaus bestimmt sind, ganz allein Ihnen. Oh, aber Exzellenz, was für eine großzügige Geste. Arme kleine Waisen. Rote, Saugurt, ja! Lass mich in Ruhe, Plappermaul. Nein, Schnuffel, ich habe keine Lust zu spielen. Sissi, schau mal. Hm? Dumm, dass der Zirkus weg ist. Du könntest eine lustige Clownnummer brauchen. Was ich brauchen könnte, Toni, ist, dass Franz mir mehr Aufmerksamkeit schenkt. Hereinspaziert! Franz! Aber warum bist du denn in diesem komischen Aufzug? Ich möchte unerkannt bleiben. Aber alle Leute hier erkennen dich doch. Hier schon, ja. Aber nicht in der Stadt. Hätten Sie Lust, den Tag mit mir zu verbringen, Prinzessin? Oh, Franz, aber natürlich. Wohin gehen wir denn? Das ist eine Überraschung. Aber ich habe nichts, um mich zu verkleiden. Hast du doch. Gräfin Mathilde. Ich habe das Kleid extra für Sie anfertigen lassen, Sissi. Oh, vielen Dank, Gräfin Mathilde. Das ist genau wie mein altes. In diesem Kleid wird dich kein Mensch hier in Wien erkennen. Wir werden ein einfaches, ganz gewöhnliches Paar sein. Hurra! Endlich frei, frei! Ja, vorausgesetzt, ihr schafft es, unbemerkt aus dem Palast zu kommen. Dabei verlassen wir uns ganz auf dich, Toni. Nein, Hilfe! Oh, ich hasse Tiere, ich verabscheue sie, ich verabscheue sie! Oh, Plappermaul, oh nein! Lass mich in Frieden, du erbärmliche Kreatur! Erbärmliche Kreatur? Was ist das? Gehen wir. Ich glaube, die Luft ist rein. Ha, ha, ha.
Wohin darf ich das hübsche junge Paar bringen? In den Prater, Fiaker. Oh nein, das ist wirklich eine Überraschung. Viel Spaß im Prater, ihr zwei. Folgt ihnen und bitte lasst sie mir keinen Moment aus den Augen. Ich nehme an, das ist das Geld für das Waisenhaus, Majestät. Ja, ganz recht, Fürst. Es steht zur freien Verfügung der zukünftigen kaiserlichen Gemahlin. Prinzessin Elisabeth? An wen dachten Sie dabei? An Helene vielleicht? Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, Fürst Zutornik. Franz wird von Tag zu Tag ungeduldiger. Elisabeth ist sehr beliebt. Das Volk fiebert der Hochzeit geradezu entgegen. Ich fürchte, wir müssen uns einfach mit der Vorstellung anfreunden. Majestät, die Waffengänge mit den ungarischen Aufständischen haben die Staatskasse geleert. Und die Hochzeit des Prinzen wird gewiss eine Menge kosten. Denken Sie nach, Majestät, die Weißen brauchen dieses ganze Geld doch gar nicht. Die Prinzessin wird es für vielerlei Luxusgegenstände verschwenden, die sie überhaupt nicht verdienen. Damit könnten Sie sehr wohl recht haben, Fürst Zutornik, aber... Denken Sie an die wahren Interessen des Kaiserreichs, Majestät. Und vertrauen Sie seinem ergebensten Diener, mir. Sie haben mich überzeugt, Fürst Zutornik. Ich übergebe Ihnen die Schatulle zu treuen Händen. Ich weiß, in Ihrer Obhut ist das Geld sicher. Sie werden es nicht bereuen, Majestät. Du musst nicht auf uns warten, Karl. Wir gehen zu Fuß zum Palast zurück. Ist gut. Sissi, warte auf mich. Hör! Direkt passiert meine Herrschaften. Sieh doch nur, Franz. Holzpferde. Die reiten sich etwas anders als Wirbelwind. Wenn ich ihn erwischen kann, dann bekommen wir eine Freifahrt. Dann ab die Post. Hey! Sissi, der Junge! Hilfe! 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 Vielleicht war es ja doch keine so gute Idee, mit dir in den Prater zu gehen. Natürlich war es eine gute Idee, Franz. Komm, lassen wir uns von einem kleinen Zwischenfall nicht den Spaß verderben. Auf ins Vergnügen. Aber Majestät, Sissi hat das Turnier gewonnen und sie hat das gesamte Preisgeld dem Waisenhaus zur Verfügung gestellt. Jetzt ist es genug, Gräfin Mathilde. Bitte gehen Sie. Ich habe meinen Worten nichts hinzuzufügen. Die Kaiserin lässt nicht mit sich reden. Wieso macht sie das? Weil dem Kaiserreich das Geld ausgegangen ist. Oh, aber sie hat es doch versprochen. Als könnte ein kleines Waisenhaus das Kaiserreich ruinieren. Das ist doch ein Witz. Das ist bestimmt wieder eine von Zutornics üblen Machenschaften. Wir müssen es sofort Sissi und Franz erzählen. Im Prater? Unter den vielen Menschen finden wir sie nie. Aha, Gräfin Mathilde, Ihnen sind die Waisenkinder also jetzt auch egal. Treten Sie näher, hochverehrte Herrschaften! Treten Sie näher! Treten Sie näher! Machen Sie eine Fahrt hinein in die Monsterhölle der Geisterbahn! Nervenkitzel garantiert! Ängstliche Hühner und schweißhändige Hosenfürs, legt die Windel an! Gib gut Acht auf das kleine Fräulein, junger Mann! Und viel Glück! Geht's auf die Schäden! Oh, Victor! Unverschämtheit! Der sieht genau aus wie Fürst Zutornik. Der
ist so hässlich wie Graf Arkas. Also, worauf wartet ihr noch, Männer? Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Dann muss ich die Arbeit eben selber machen. Also wirklich, das hat vielleicht Spaß gemacht. Sissi? Sissi! Tut mir leid, mein Junge. Auf dem Weg geht's nicht rein. Franz! Hilf mir, ein Monster will mich mitnehmen. Das war das ungeschickteste Monster, das ich je gesehen habe. Sissi, ich habe mich fast zu Tode gesorgt. Und ich habe mich fast zu Tode gelacht. Diese Fahrt war unglaublich, einfach unglaublich. Los, komm, wir müssen noch viele andere Sachen ausprobieren. Oh. Oh, hey! Karl, was machst du denn in dieser lächerlichen Verkleidung? Wenn du es genau wissen willst, ich komme vom Prater zurück, Helene. Vom Prater? Aber du wolltest doch mit mir... Ich habe nur Franz und Sissi hingefahren. Bis später, Helene. Oh, das ist ja so gemein! Kopf hoch, Baroness von Großberg. Ich versichere Ihnen, das Geld der Waisenkinder ermöglicht uns, Elisabeth loszuwerden. Ein für allemal. Aber wie soll uns das Geld denn dabei helfen, Fürst, wenn man es den Waisenkindern gibt? Niemand hat gesagt, dass das Geld tatsächlich an die Waisen geht. Wie es der Zufall will, ist soeben ein Mann von der Zeitung im Palast eingetroffen, um mit der Prinzessin zu sprechen. Tja, nun, dann sollte ich vielleicht gehen und ihm Gesellschaft leisten. Ich wusste doch, Sie wissen Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Prinzessin Elisabeth hat beschlossen, das Geld der Waisenkinder zu behalten. Unglaublich, unglaublich. Ich habe alles versucht, es ihr auszureden, aber es war vergebens. Unglaublich, unglaublich. Bitte, Sie werden das doch nicht veröffentlichen, nicht wahr? Sissi ist meine beste Freundin, ich will ihr nicht schaden. Es ist wunderschön hier. Ich komme mir vor wie in einem Märchen. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Und ich wusste gar nicht, dass ich drei gleich aussehende Schwestern habe. Ihr zwei geht da. Du kommst mit mir. Hä? Franz, wo bist du? Ich bin hier drüben. Ich sehe nichts. Also gut, wer zuerst hinausfindet, hat gewonnen. Oh! Ich hab gewonnen. Nein, ich. Kommt man hier nur wieder raus? Au! Findet mir den Ausgang! Au! Au! Jo! Komm! Da ist die Der berühmte Prater. Ich hätte ihn gern mit dir erkundet, wenn die Umstände günstiger wären. Oh, Percival, werden wir uns jemals so richtig ins Vergnügen werfen können? Nur wir zwei alleine? Oh. Hier von Grausberg, wie schmeckt dies? Ja, die beiden scheinen nicht gerade sehr beliebt zu sein. Sissi? Franz? Sissi! Ich muss an dir dranhalten. Wenn dir was zustößt, bekomme ich 10.000 Gulden und Schloss Bossenhof. Franz! Franz! Hey, ist Sissi nicht bei dir? Da,
diesmal geht etwas gar nicht sehr Komisches vor sich. Halte das Riesenrad an, da oben klettert ein Mann herum. Trete zurück. Franz! Sissi! Dann leb wohl, Prinzessin! Ah! Nein! Mist, Elender, ich hab das verdammte Sicherungsseil vergessen. Abwärts! Keine Angst, Sissi, ich komme! Gib mir die Hand, Sissi! Mädchen hat ein unbeschreibliches Glück. Und die Kaiserin weigert sich, das Geld dem Waisenhaus zu geben. Einfach so, ohne irgendeine Erklärung. Aber es ist mein Geld. Ich hab's gewonnen. Deine Mutter hat kein Recht dazu. Sissi, jetzt beruhige dich. Und macht euch keine Sorgen, Kinder. Glaubt mir, es ist bestimmt alles nur ein Missverständnis. Ich kümmere mich darum, sobald ich wieder im Palast bin.